Hallo und willkommen zurück zur Chaos League. Wir sind gerade im Finale der zweiten Saison angekommen. Das heißt, wir haben wieder den ersten Platz in der aktuellen Liga erreicht und können uns in die nächste höhere vorkämpfen, in Liga 1. Also das ist ja nicht die höchste Liga, aber Liga 1 ist ja, naja, der nächste Fortschritt. Also wir haben ja noch das Optimum rausgeholt, dass wir wirklich sozusagen in zwei Saisons zwei Ligen überwunden haben. Und ja, jetzt schauen wir mal ganz kurz, bevor wir irgendwas anderes machen, gegen wen wir eigentlich kämpfen. Frost Avengers. Sind das nicht die, die wir schon hatten? Nein, hatten wir doch. Nee, Frozen Stars. Die hatten wir noch nicht. Waldelfen mit einem End und wahrscheinlich jede Menge Zaubern. Oh Gott. Wenn ich mir den angucke. Und den? 133? Also ich schaue immer hier drauf übrigens. 133 Erfahrungspunkte und dann kann man hier eben sehen noch, wie die Skills sind. Bei dem hier zum Beispiel hat man schon einen Scrollbalken an den Skills. Und der hier hat ziemlich hochlevelige Skills teilweise. Und hier gibt es wahrscheinlich auch einige Zauber dabei. Das heißt. Das kenne ich gar nicht. Das heißt, er kann treten auf dem Boden liegende und wird aber nicht vom Schiri dafür verjagt, sozusagen vom Platz geschickt. Egal. Eine hier Wiederbelebungs-Auferstehungscreme, ein Cheerleader, okay. Hooligans machen wir hinfällig, aber ich glaube nicht, dass ich Hooligans mehr holen werde hier für das Spiel. Du sparst gut, okay, du hast noch nicht mehr gekriegt, okay, wir sparen ja überall eigentlich. Gut, das Finale. Line-up, werde ich schon mein Gutes nehmen und in der nächsten Saison wollte ich ja dann gucken wegen den Langlebigkeitspunkten. Und ich werde nach dem Spiel auch den Pokal diesmal sinnvoll teilnehmen, auch wenn ich jetzt gegen den Premier League Gegner kämpfen muss. So, Frost Avengers, wie gesagt, das sind Hochelfen. Wir haben 30.000, nicht 20.000. Das heißt, wir können jemanden jagen. Ich würde aber den Quarterback jagen wollen, weil das der einzige Quarterback von denen ist. Den End auf jeden Fall auf Doping testen. Einen Mashiri bestechen und einen Hooligan. Oder? Kein Hooligan? Kein Hooligan, zwei Mashiri bestechen. Sicher, sicher. So. Hatten wir eigentlich schon mal jemanden erwischt, der gedopt wurde? Ich glaube, in irgendeinem Spiel hatten wir schon mal jemanden, der gedopt wurde, rausgehauen, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Das sind ja schon einige Spiele jetzt hinter uns. Willkommen beim Spiel. Heißen Sie zusammen mit dem Publikum diese modernen Gladiatoren willkommen. Die tapferen Krieger werden gleich das Stadion betreten. So, Sie wird Ihnen zu. Standardaufstellung Sie brauchen erstmal. ein wenig Nächste Mut, Saison werden wir dann ein denn bisschen der anders Abend spielen. verspricht blutig zu werden. Da werde ich mir dann ein bisschen was überlegen. Dann mache ich jedes Spiel ein bisschen interessanter, indem ich da entweder eine komische Aufstellung mache oder bestimmte Spieler nicht benutze. Ich weiß noch nicht, weil ich glaube, es wird auch irgendwann, werden die Spiele immer gleich ablaufen, nicht mehr so toll für den Zuschauer, vermute ich. Wenn ihr euch drauf freut, dass dann mal was, ein bisschen Abwechslung reinkommt, dann gebt mir doch eine gute Bewertung oder einen Kommentar oder sowas. So, ich mache gerade wieder die Nummerierung. Ihr macht Zuschaueranheizen, sobald das Spiel losgeht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, die Kameraperspektive ist gerade anders. Und wir sollten So, für die und ihr Seele könnt jetzt unseres kleinen Zuschauer. Schweinefreundes Nein, beten. nicht du. Oh bitte, das Ja. ist doch ein großer Augenblick. Du sollst doch Und das nachschlagen. Publikum dreht durch. Sie lieben diesen Kerl. Ich versuche jetzt Jetzt ist nochmal es ohne Zeit, ihn Pause zu ganzen spielen. Mal gucken. Taten folgen zu lassen. Du weißt ja, wie es heißt. Was du nicht siehst, tut dir auch nicht weh. Ja, aber wäre es nicht schön, wenn auch ein bisschen Sport dabei wäre? So, du schnappst dir den Ball. Kriegst du nicht? Das ist doof. Jetzt kriegst du ihn aber. Er Sag hat ich den doch. Ball. Kamera vergessen auszuschalten. Nicht Pause drücken, nicht Pause drücken. Nein, nicht treten. Nur angehen. Autsch. Oh, und er nutzt auch noch die Master Power. Clevere Leute würden dem einfach aus dem Weg So, du gehst mit gehen. hier Doch hin wenn und sie du clever schaust wären, würden sie nicht in der mal. Chaos Ah, League Verteidiger. spielen. Noch mehr von den Raufereien und er steckt in Schwierigkeiten. Er schafft's ja jetzt schon nicht mehr.
gehst daran, nicht Pause drücken, schön versuchen, ohne Pause auszukommen. Du schnappst dir den Ball. Naja, war keine richtige Interception, aber immerhin war es ein Versuch dafür. Du gehst mal vor. Wir haben Finale, wir machen also keinen Blödsinn jetzt. Ich möchte nicht in der Liga bleiben, die ist zu leicht. Die machen aber gute Interceptions, das heißt, ich sollte wirklich versuchen zu werfen, wenn keiner in der Linie ist. Da ist kein Durchkommen. Wenn ich ihn überhaupt werfen kann. Und zugehauen. Wer ist schneller? Baum oder Mumie? Hoffentlich hat der Junge einen guten Zahnarzt. Nach so einem Treffer fragt man sich, ob er überhaupt weitermachen kann. Uiuiui. Der gibt jetzt einen Pass. Ich mache die Gegner alle schwächer. Dann bin ich auf der sicheren Seite hoffentlich. Die Mumie geht mit hier hin. Ich wollte nicht Pause drücken. Ich hoffe, ich habe noch nicht Pause gedrückt. Kann sein, dass ich es nicht mitgekriegt habe. Das so, nicht Interception verursachen? Publikum. Okay, so wird sowieso nicht. Sieht für mich nicht so aus. Eher noch chaotisch neutral. Du bist ein Verteidiger, geh mal nicht dahinter. Es wäre schon ein Nein! Wenn er wieder auf die geh mal doch dahin. Käme. Und Tackle, sehr gut. Ball. Du gehst an den ran, du gibst den Ball hier rüber. Genau in die Hände, wie geschmiert. Du bewachst ihn. Der Spieler kann den komischen End. Ich dachte schon, er wäre erledigt. Hier hinten haben wir jetzt zwei Gegner an meinem Stürmer dran kleben. Das habe ich jetzt nicht mitgedacht. So, lass mal Interception kommen. Da muss er hin. Ja, ah, gut. Hervorragend. Die heizen dem Publikum aber ganz schön ein. Dafür wird aber gleich jemand schreckliche Spaß. Ach, ich hätte jetzt einfach rennen sollen. Ich glaube, ich dachte, da kommt mir jetzt einer hinterher. Werden sie sich aber wirklich ineinander verbeißen. Du bist hier, okay, ja, ihr kämpft alle. Das richtige Wort, um zu beschreiben, wie jemand unter Master Power. Das heißt, der Pass war relativ reißen würde auch noch gehen. Sinnfrei, sag ich mal. Naja, er braucht dir die Zähne sowieso nicht. Vielleicht hätte er sie. Du lässt dich nicht leicht tackeln, aber hier ist gerade jemand, der Doppelpass spielen kann. Genau aufs Ziel. Ach komm, so. Schon, das war nicht schwer. Das und du gibst jetzt zurück den Pass. Ja, Touchdown! Das wollte ich sehen. Ich bin vom Stuhl gefallen. Habe ich Pause gedrückt irgendwann? Ich hoffe nicht. Touchdown! Also im Endeffekt darf ich ja nur mit 1, 2, 3 spielen und mit den Tasten hierfür, aber bisher habe ich das ja nicht gebraucht, weil ich erstmal überhaupt eine Führung haben wollte. Um die Führung zu behalten, könnte ich dann das benutzen oder eben um jemanden totzutreten. Aber eher um die Führung zu behalten. Beweg dich! Das Spiel geht wieder los! Und das Bluten auch. Da ist der Dingens, der Gejagte. Du gehst mal direkt an den das ran. Publikum ist heute Nacht dass der gar nicht die Chance hat zu verteidigen. Getränke alle oder sowas. Und das beweist mal wieder, dass Rauch einfach dazugehört. Ja, den sieht man in letzter Zeit oft. Nur leider sieht man dann sonst nichts mehr. Tackling. Na, nicht hart genug für meinen Geschmack. Wo ist das Blut? Selbst mein Hund kann das besser. Schnappt er den Ball? Aber dein Hund hat auch ah, hier ist gerade jemand, der besser dafür zum Werfen geeignet ist. In gute Hände. Oh, der Schiri. Den kein Mann gern einsteckt. Den aber andere Männer gerne sehen. Ach ja, da helf mal. So, ihr kümmert euch um den. Habe ich jetzt echt schon aus Versehen ihn getreten? Das ist nicht schön, dass ich aus Versehen jemanden getreten habe. Der Schiedsrichter lehnt sich aber weit aus dem Fenster. Er soll den Ball lieber flach halten, sonst zieht er die Aufmerksamkeit der psychopathischen Spieler auf sich. Jetzt fordern sie sehr gut. Die Unterstützung des Publikums. Der Tackle ist gescheitert von ihm, aber jetzt ist die Mumie von der End von dem hier vorne unterwegs. Das ist nicht schön. Schnappt euch mal zu zweit den End. Den anderen kriegen wir mit dem Verteidiger. Dieser Spieler hatte genug. Ach, das waren doch nur ein paar Schläge. Da kommt noch mehr. So, ihr schnappt euch beide den Spieler. Jetzt ist er heiß. Und du hast ja dabei den Ball geschnappt. Master okay. Power macht wirklich den Unterschied. Ist akzeptabel. Du schnappst den End, du hilfst ihm. Und du auch. Und dann müsste eigentlich... nicht treten. Dann müsste eigentlich alles gut sein. Ich hoffe, ich habe noch nicht Pause gedrückt. Ich wollte ja ohne gerade auskommen. So still ist, habe ich je erwähnt, dass ich am liebsten mit Stollen der Marke Zerstückler gespielt habe, als ich noch in der Chaos League war?
Das hast du schon einige Male erwähnt. So, der entwickelt. Das war mir gar nicht bewusst. Du sagst, wo ist denn der, den ich jage? Der müsste auch irgendwo unterwegs sein. Der entwickelt nicht lange durch die hohe Wildheit. Oft ist es besser, sich um solche Sachen selbst zu kümmern. Pass auf dich auf. In so einem Spiel tut es niemand anders. Er hat den Ball. So, jetzt kämpft der End wieder. Den will ich auch wenigstens raushauen. Ihr kümmert euch um die hier hinten und Innenverteidiger habe ich noch da zur Sicherheit. Der End liegt wieder. Ja, geht mal durch. Mag ich diesen Schiedsrichter. Und ich hasse ihn. Ein Schiedsrichter. Wenn die Mumie einen Punkt macht, ist natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht kriegt ihr auch mal irgendwann Erfahrungspunkte. Ich weiß nicht, wo der Spieler ist, den ich jage. Ist der gerade nicht auf dem Platz? Kann das sein? Er hat keinen Spieler nicht auf dem Platz. Oder er ist nicht genau hier im Nebel, aber das glaube ich eigentlich nicht. Das heißt, irgendwo muss auch der Gejagte sein. Also der Gejagte, wie gesagt, den erkennt man immer an den Pfeilen um ihn rum, die auf ihn drauf zeigen. Der Schiri hat ja auch so eine Pfeile. Aber ich sehe ihn gerade nicht. Vielleicht ist er doch irgendwo außerhalb des Spiels dort im Nebel. Sieht aus wie eine Nebelwand. Die wollen noch mehr Nebel. So sieht's aus. So blass. Wunderbarer Pass. Ich habe schon schönere gesehen. Er hat sich den Ball sauber zurückgeholt. Ich frage mich ja, wo man lernt, so zu kämpfen. Sein Vater war ein echter Krieger. Ah, hier ist der Gejagte. Hat ihm alles beigebracht und das zahlt sich jetzt aus. Ich glaube nicht, dass er schon mal einen Ball gesehen hat. Na, er ist offensichtlich verwirrt. Er ist ein hervorragender Werfer. Und auch ein verdammt guter Koch. Das kannst du aber singen. So, Gegner schwächen. Das muss gerade sein. So, jetzt haben wir nämlich den umgehauen, den End. Und jetzt wollen wir hier den Gejagten. Aber den großen Mann. Als nächstes tut er noch so, als wäre er Cheerleader. So, der Gejagte. Ist das jetzt der Gejagte? Ja, ich glaube. Ah, mein Mittelfeldspieler macht einen Touchdown. Du bist aber ein hohes Ergebnis. Gut, und jetzt kümmere ich mich mal um die Leute zu verprügeln. Wir haben eigentlich die Führung sicher relativ und es muss eigentlich gehen. Wieso werfen die den Ball gerade dahinter? Sie sollten die Mannschaft gegen die Cheerleader tauschen. Das ist ja lustig. Dann hätten diese Loser vielleicht eine Chance. Das habe ich auch noch nicht gesehen, dass einer einen Ball rausgeschickt wird und den dann mit hinterwirft. Und jetzt kommt auch noch eine Rauchbombe ins Spiel. Der Trainer spricht vom Überraschungsmoment. Ich würde es eher Feigheitsmoment nennen. Der ist nicht der Gejagte dabei, oder? Das Spiel geht wieder los. Hoffen wir mal nicht. Der Spieler gewinnt den Ball zurück. So kann man sich auch leicht Verletzungen zuziehen. Das nenne ich doch mal. Irgendwo ist noch der End. Genau, hervorragend gespielt. Das sah wirklich geschmeidig aus. Er ist einem Gegner durch die Lappen gegangen. Na, da ist der Gejagte, der liegt jetzt rum. Er hat den Ball. Genau. Schnappt euch den Typen. Jeder zu Hause vor dem Fernseher hätte das besser gemacht. In die Verteidigung. Genau. Sehr gut. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass er den Tackle nicht schafft. Was ich aber gerade doof finde, ist, dass ich jetzt den Schiri versuchen muss zu verkloppen. Und er ja, liegt schon wieder. Hoffentlich macht der Boden nicht dick, denn er frisst viel davon. Der ist ja schon dick. Er lässt den Mund zu. Dann braucht er den Boden dafür nicht mehr. Bearbeitet das Publikum. Hoffen wir auf eine Reaktion. Hinter dem Ball. Schneller, lauter, du musst jetzt gegen den kämpfen. Desto besser. Er hat den Ball. Hat der Spieler seine Kontaktlinsen verloren? Er hat ja Hälfte ständig mal. Die Nase am Boden. Hey, ich mache hier die Witze. Du bist zuständig für Gut. die ernsten Dinge. So, und nee, nicht du, sondern du gehst jetzt mal treten. Er kennt keine Gnade. Ich glaube, der Schiri ist nicht zu nah, der Gut, ist er. Dass ich nach dem Spiel hier nicht sauber machen muss. Nee, lass hier. Überraschend. Der Schiedsrichter ist ungewöhnlich tolerant. Du meinst, was die akzeptierte Währung angeht. Ihr haltet euch alle mal hier in der Nähe auf. Hauptsächlich, um den dann umzuhauen. Langsam glaube ich, dass seine Mutter ein Aal war. Ja, das ist ein wirklich schlüpfriger Bursche. Das sieht nach Selbstheilung aus. Dieser Spieler verbringt mehr Zeit in der horizontalen als in der vertikalen Verteidiger, ne? Ja. Nee, das ist der Mittelfeldspieler. Was macht der Verteidiger hier vorne? Nee, du machst. Na gut, dann gehst du halt nicht zurück. So, wo ist denn jetzt der? Das ist der Gejagte, ne? Dieser Minotaurensaft ist mir aber nicht gut bekommen. Vielleicht hättest du nicht das ganze Fass austrinken sollen.
Du spielst mal den Ball nach vorne. Und der Pass geht daneben. Gib ja. es auf. Lauf eine geht. Weile. Ich will Action sehen. Warum machen sich einige Spieler überhaupt die Mühe, aufs Feld zu gehen? Ja, das sind keine Kreativen. Was kriegt der denn dann auch wahrscheinlich? Verteidiger. Daran. Gegner schwächen. Hilft immer. Der Schlusspfiff ist nur noch Sekunden entfernt. Du gehst zurück. Du latsch. Nee, du latsch. Ich komm nicht an die Hand dort. Nachschlag im Gasthaus zum den Stiefel in Schiri tackeln. Den nicht mal jemand raustragen. Ah, oh. Selbstheilung. In hat so Minute geklappt, ist sehr schön. So, gut wie neu. So, jetzt wird der hoffentlich verletzt getötet irgendwas. K.O. Okay, dann wird der jetzt weitergetreten. Jemand sollte ihn mit einem Eisberg über die Stirn reiben. Einige weil der Schiri guckt gerade in die andere Richtung. Jetzt wird der vom Platz geschickt, aber der ist sowieso gleich vorbei. Naja, wenigstens braucht er beim nächsten Spiel keine neuen Schuhe. Diese sind ja noch so gut wie neu. Oh, jetzt habe ich Pause drin. Aber eigentlich war es ja fast vorbei. Super. Der wird jetzt vom Platz geschickt und der ist vermutlich nicht mehr... Also nicht nur K.O., der ist mehr. Der Gejagte, das ist gut. Das heißt, eigentlich habe ich das geschafft, was ich wollte. Jetzt will der Schiri noch verkloppt werden. Geht ihr mal, bevor es jemand anders macht. Kann ich gar nicht erkennen, womit gut, haben wir trotzdem. Müsste trotzdem geklappt haben. Elfenstücke? Genau, Elfenstück. Man muss die Kinder Injury, 5 Erfahrung, sehr gut. Oh nein. 20.000, 8.000. Denn da so? Hast du? Ich? Würde ich dir so etwas antun? Geld gibt's leider keins her? Mehr. Nun, wenn ich mal raten soll, dann würde ich auf diese Zombies neben uns tippen. Vielleicht. Die ziehen auch jede Menge Fliegen an. Naja, dann danken wir Gott für die offenen Stadien. Allerdings, stell dir nur mal diesen Gestank vor. Dass die Sprüche jetzt noch so lange weitergehen, hätte ich es nicht gedacht. Also wir haben nur 5 Erfahrungspunkte, weil irgendwie alles nicht mehr bewertet wurde gerade. Bisschen Pech gehabt, was das angeht. 33.000 trotz der 28.000, das heißt, es gibt eigentlich fürs Spiel an sich kaum noch Geld. Komischerweise haben die Gegner mehr Geld gekriegt als wir ohne die 28.000. Und das liegt daran, dass eben nur die 10 regulären Spiele eigentlich Geld geben. Und selbst da ist es ja so, dass die im späteren Spielverlauf meistens nicht mehr so viel Geld geben. Wahrscheinlich, wenn ich die ganze Zeit im Mittelfeld bin und mich dann sozusagen durch Siege ab und zu mal nach oben bewege, kriege ich für die Siege mehr Geld, als wenn ich am Anfang 5 Siege habe und dann kein Geld mehr kriege, weil ich einfach immer Erster bin. So, ja, ich will den Cup ändern. League. Kalender, Cup. Cleaners schon wieder? Ach nee, oh, nee, ne? Na, das sehen wir ja noch nicht. Diesmal sind es aber nicht die Erstplatzierten. Cleaners, das sind die hier. Zwerge. Ja, die werden ganz schön schwer. Da werden wir beim nächsten Mal doch schon ein anspruchsvolles Spiel haben. Ich muss wieder ein bisschen mich vorsehen, dass mir keine Leute umgebracht werden. Aber ich würde das diesmal schon gern vielleicht gewinnen. Auch wenn ich sehe, dass die... Also ich brauche ja nicht darauf bauen, dass die irgendwie umgebracht werden oder so. Erfahrungspunkte habe ich nicht viel gekriegt. Mein Held hat ein paar gekriegt, aber das waren nur 5. Das heißt, es lohnt sich nicht so sehr. Gut. Also, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.